Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen. Heute packen wir den zweiten Digimon-Film aus, Chapter 2, in diesem schönen Steelbook von KSM Anime, beziehungsweise aus dem Shop von KSM Anime, Anime Planet, bestellt, wo ich immer noch sage, es ist KSM Anime selber, obwohl viele sagen, es ist nicht. Ich gehe davon aus, dass es ist. Auf jeden Fall ist mir das auch egal. Habt das Steelbook vor einigen Tagen bekommen, aber ihr habt ja bemerkt, ich bin schon lange Zeit nicht aktiv gewesen, konnte auch keine Kommentare beantworten, weil mir einfach die Zeit durch die Arbeit fehlt. Bin aber noch aktiv, also ich werde auch die Kommentare beantworten und auch andere Videos mal angucken, nicht, dass ihr denkt, ich bin nicht mehr aktiv. Auf jeden Fall, hier haben wir das schöne Stück, limitiert auf 1500 Exemplare ab 6 Jahren freigegeben, in einen schönen grünen Steelbook oder Metal Case oder wie Future Pack würde die Dinger heißen. So, dann haben wir hier ein Bildformat von 16 zu 9 oder 1,78,1. Ton ist Deutsch und Japanisch, Dolby Digital 5.1 und Laufzeit ca. 84 Minuten, Untertitel Deutsch. Und sieht ja schon mal ganz schick aus, was ich hier sehe. Entfernen wir das schöne Stück mal von der Folie. So, dann haben wir das hier wieder irgendwie festgeklebt. Wo haben wir es denn? Ja, hier kann man es entfernen. Ich mag ja diese Klebepunkte nicht so gerne, aber bei diesem Format sollte das eigentlich kein Problem sein. So. So sieht das E-Book dann nochmal aus. Entschuldigung für die Lichtverhältnisse, aber ich hoffe, sie gehen in Ordnung. Sehr schick finde ich das E-Book. Dann haben wir hier die DVD auch in grün. Mit einem Inlay-Bild, sowas finde ich immer schön. Dann haben wir hier einen weiteren Aufsteller. Und dann gibt es hier nochmal KSM Werbung von KK, den habe ich ja noch nicht. Gintama habe ich, glaube ich, habe ich das dritte Volumen schon hochgeladen, das Unboxing. Shirobako habe ich Volumen 1 und 2 auch liegen. Da werde ich eventuell gleich noch ein Unboxing drehen. Trinity Seven gefällt mir auch. Altaria gefällt mir auch. Yu-Gi-Oh! Auch. Hier haben wir dann Naruto und die ganzen Classic-Serien. Und Sky Wizards Academy. Kenne ich noch nicht, soll im Oktober rauskommen. Mal gucken, ob ich mir bestellen werde sofort. Aber sieht interessant aus. Dann haben wir hier noch so ein Prospekt von dem Shop, sage ich mal. Dann ist schon der Volumen 3 hier von dem Film. Dann haben wir hier 3 für 2 bei Naruto, glaube ich nur. Aura sagt mir jetzt auch nichts. Wann soll der denn kommen? Aber auf DVD, ach, das kommt nur in der Standardfassung. Schade. Sieht aber interessant aus vom Zeichenstil. God Eater finde ich sehr geil. Ich habe die meisten Anime ja damals in den normalen Volumen gekauft. Deswegen werde ich mir diese Future Pack nicht nochmal kaufen. Aber wenn ihr sie noch nicht habt, ist das eine gute Alternative. Und ja, den habe ich auch. Und es gibt jetzt auch T-Shirts und Tassen. Ja, das war alles. Und ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Habt ihr den zweiten Film schon gesehen? Und wenn ja, wie ist der gewesen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Haben gerade erst ausgepackt. Heute am, ich glaube, heute ist der 15. Oktober. Der Film liegt schon seit einer Woche hier rum. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Natürlich auch über eure Meinung. Und ich sage auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.